Was solltest du tun, um erleuchtet zu sein? Jetzt noch einmal. Erleuchtung ist keine Errungenschaft. Erleuchtung bedeutet nicht, auf den Gipfel zu steigen. Erleuchtung ist ein Heimkommen. Du kommst zurück zu deiner ursprünglichen Natur. Jetzt gerade hast du dich selbst mit vielen Dingen identifiziert, die du nicht bist, oder nicht? Nun, wir haben uns schon gestern damit befasst. Was du als meinen Körper bezeichnest, ist eine Anhäufung, die du langsam angesammelt hast, oder nicht? Bei deiner Geburt warst du nur so viel, jetzt bist du so viel. Warum? Du hast deinen Körper langsam angesammelt, Anhäufung. Was du als deinen Geist bezeichnest, ist Anhäufung. Alles, was du um dich herum kennst, ist eine Anhäufung, oder nicht? Das bedeutet, du bist äußerst tiefgreifend mit Dingen identifiziert, die du nicht bist. Ein Stück Erde, das du aufgenommen und einen Körper daraus gemacht hast. Aber dieses Stück Erde, mit dem du so tiefgreifend identifiziert bist, von dem glaubst du, dass du das bist. Bis du stirbst, so lange glaubst du daran, oder ist es nicht so? Also jetzt gerade hast du eine verzerrte Sicht bekommen. Wenn du deine Verzerrungen beendest und zurück zu deiner wahren Natur kommst, das ist Erleuchtung. Was muss ich tun? Es gibt wirklich nichts zu tun. Wenn du nichts tust, wird es geschehen. Aber jetzt gerade bist du in einem geistigen Zustand gekommen, in dem es keinen Weg gibt, auf dem du nichts tun kannst. Die ganze Zeit bist du im Außen und tust etwas. Du denkst, wenn du nichts tust, wird etwas passieren. Ja, es wird passieren. Etwas Fantastisches wird geschehen. Aber du hast dir selbst diesen Zustand nicht für einen Moment erlaubt. Also, um dich in diesen Zustand zu bringen, in dem du nichts tun kannst, müssen wir dich viele Dinge anstellen lassen. Ansonsten wirst du nicht an einem Ort sitzen bleiben, oder? Wenn du einfach nur hier sitzt und nichts tust, weder mit deinem Körper, noch deinem Geist, noch deinen Gefühlen, wird die Wirklichkeit der Existenz in dir hervorbrechen. Keiner ist da, um das aufzuhalten. Es ist nur so, dass du ständig angeschaltet bist. Du wurdest dermaßen zu einem Sklaven deines Geistes. Das geht endlos weiter. Du kannst es nicht aufhalten. Du kannst es nicht aufhalten. Du kannst nichts dagegen machen. Weil sobald du in die Falle des Geistes tappst, geht das endlos so dahin. Es hat seine eigene Dynamik. Du musst da gar nichts machen. Wenn du es einmal in Schwung bringst und es dabei belässt, kann das jahrelang weitergehen und immer mehr an Dynamik gewinnen. Es braucht gar nicht mehr deine Unterstützung, oder? Siehst du, wie das passiert? Menschen, die einigermaßen glücklich in der Welt sind, sind solche Menschen, die den Unsinn in ihren Köpfen ein wenig unterbrachen, das ist alles. Sie sind nicht immer so. In manchen Momenten sind sie nicht so verkorkst, dann sind sie okay. Wenn du dich selbst nicht fertig machst, wenn du einfach hier bist, bist du erleuchtet. Aber du kannst deine Hände nicht davon lassen, es ist immer angeschaltet. Also werden wir langsam mit Yoga in all diesen Stellungen deine Hände auf eine Weise zusammenbinden, sodass du keinen Unfug damit anstellen kannst, weil du in einer Stellung bist. Irgendwie. Wir machen es irgendwie mit dir.